Schön, dass du wieder hier bist. Hier geht es diesmal um das Thema Herbergen bzw. der Ablauf von den Herbergen. Ja, die ersten Fragen ganz mal kurz vorab, die mir Freunde immer stellen. Muss ich reservieren? Nein. Sind Herbergen empfehlenswert? Ja. Muss ich in Herbergen gehen? Nein. Kann ich machen, was ich will? Ja. So viel mal schon mal vorab. Gehen wir es kurz gemeinsam durch. Herbergen musst du nicht zwingend reservieren. Warum? Herbergen sind am ganzen Wegesrand verteilt. Es kann natürlich durchaus sein, dass Herbergen mal belegt sind und du denkst dir dann so, oh, hätte ich doch vorher reserviert. Dann mag das durchaus Sinn machen, mal vorher einen Platz zu reservieren, wenn du weißt, dass die Nachfrage gerade größer ist als das Angebot. Aber vom Prinzip her kannst du dich sehr, sehr treiben lassen mit den Herbergen. Das bedeutet, das ist eine sehr gute ausgebaute Infrastruktur am Weg. Und du kommst dort an, du zeigst deinen Pilgerpass, du fragst, ob noch ein Bett frei ist. Sie sagen dir, yo. Dann zahlst du deine 8 bis 15 Euro so im Schnitt und dann bekommst du eine Bettnummer zugeteilt, zum Beispiel Bett Nummer 15, und dann kriegst du noch einen wunderbaren Stempel hier in dein Buch, in deinem Pilgerpass, und das war's. Mehr ist das nicht. Was wird dir dann geboten? Die Schlafsäle, das ist ja immer so, um Gottes Willen liege ich da mit 150 Menschen zusammen. Nein. Also das Größte in dem Herbergs Unterbringungsbettenlager, jetzt haben wir das Wort, das ich immer hatte, war, glaube ich, bei 25 oder 30, und das war auch echt in Ordnung. Also es ist okay. Man stellt sich das wahrscheinlich deutlich schlimmer vor, weil man es nicht kennt. Also diese Ungewissheit ist natürlich, der schwingt damit, aber ich habe damit Europax gepennt und das war auch echt gut, weil wir hatten zwei so richtig harte Holzfällerschnarcher dabei, und ja, da bin ich echt dankbar gewesen, dass ich Europax hatte. Ansonsten ist das aber auch vollkommen in Ordnung. Ja, also da wird auch nichts geklaut, oder also bei mir wurde nichts geklaut, das macht niemand dort. Also niemand käme auf die beknackte Idee, Sachen zu stehlen. Also nicht in Herbergen. Ne? Also wenn du irgendwo im Supermarkt stehst und lässt deinen Rucksack draußen, so what? Also da kann dir das schon passieren. Aber das war echt in Ordnung. Und was kriegst du da alles geboten? Also du hast dein Bett, du kannst dort in der Regel noch kochen. Die meisten Herbergen haben dann eine Küche dabei und dann kannst du dort ja zum Beispiel Spaghetti kochen oder so, was auch immer du magst. In der Nähe sind in der Regel auch immer Supermärkte und dann passt das. Was ich jetzt sage, betrifft ausschließlich die Jakobswege in Spanien. In Norwegen war das bei mir alles ein bisschen anders, aber das erkläre ich mal anders. So, und ja, also Spanien hat Supermärkte, hat Herbergen, da kannst du da kochen. Manchmal sind auch Waschmaschinen dabei und dann kannst du auch noch deine Sachen waschen. Ansonsten kannst du das in der Dusche oder im Waschbecken. Also alles gut. Die Frage Reservierung haben wir gerade eben schon gesagt. Also würde ich nur dann machen, wenn ich vielleicht sehr nah an Santiago bin, weil bei den letzten 100 Kilometern ist es so, auch das wissen viele nicht, wenn man die letzten 100 Kilometer zu Fuß geht und die Stempel hier drin hat, dann bekommt man die Compostela, also die Urkunde. Und in Spanien ist es so, dass wenn du dich auf einen Beruf bewirbst und du hast diese Compostela als Anlage dabei, also dass du den Jakobsweg gegangen bist, dann hebt dich das so ein bisschen ja, ab von den anderen Bewerbern. Also das hat mir mal eine spanische Frau dort erklärt. Und die sagte, das macht einfach was her, wenn du das dazulegst. Das heißt, viele gehen nur die letzten 100 Kilometer zu Fuß. Achtung, manche Menschen können vielleicht nicht länger. Ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, es gehen die letzten 100 Kilometer nur die, die nur so eine Urkunde wollen. Nee, nee, nee. Manchmal gibt es auch Menschen, die können das von ihrer körperlichen Kraft her gar nicht mehr als 100 Kilometer. Und genau, also, aber lange Rede, kurzer Sinn. Urkunde gibt es ab 100 Kilometern und die hängt viele Spanier dann ihre Bewerbung in die Bewerbung mit rein. Und deshalb ist da einfach sehr viel los auf den letzten 100 Kilometern. Und da kann es durchaus mal Sinn machen, ein Bett vorzureservieren in der Herberge, wenn ich weiß, da sind halt nur 15 Stück oder sowas. Grundsätzlich bin ich aber nicht der Freund von Reservieren, weil ich mich dann doch gerne dem Schicksal überlasse und mich einfach treiben lasse. Dann schaue ich einfach, was passiert. Ja, dann war oft die Frage, kann ich auch in Hostels, in Pensionen, in Hotels, in Herbergen? Ja, kannst du machen, findest du auch in jeden größeren Städten dann wieder. Vorab auch, ich habe das 2 Tage mal gemacht, weil ich habe mir eine ja, ziemlich blöde Krankheit eingefangen und da war ich einfach froh, dass ich mal meine Ruhe hatte und im Hotel war. Das ist, einerseits geht das ins Geld, wenn du das immer machst, weil dann zahlst du halt nicht 8 Euro für ein Bett, sondern 50. Und was ich aber dazu sagen möchte ist, was das Pilgern für mich sehr besonders gemacht hat, waren die Herbergen.
Und ich weiß, Habe Kerkeling schreibt in seinem Buch Ich bin da mal weg, schreibt er sehr viel darüber, dass er in Pensionen übernachtet und dass es auch in Ordnung ist. Also ich bin echt dankbar über die Gespräche und über die Menschen, die ich kennenlernen durfte in den Herbergen. Weil, schau mal, dort findet eigentlich diese Zusammenkunft von all den Menschen statt. Und dort lernst du auch die ganzen Menschen aus der ganzen Welt kennen. Und das war für mich was, wo unglaublich schön war, weil du so viele internationale Menschen niemals, okay, außer bei, weiß ich nicht, bei Weltmeisterschaften im Fußball, aber niemals so zusammenkriegst und niemand plötzlich so offen und so frei da einfach sitzt, mit dem du dich unterhalten kannst. Und ja, deshalb ist die Energie und die Zusammenkunft bei Herbergen für mich sehr besonders gewesen. Und du lernst dort oder du siehst dort auch häufig Menschen wieder, die du auf dem Weg getroffen hast. Also es kann zum Beispiel sein, dass du morgens um 8 Uhr jemand Sympathisches kennenlernst. Und dann läufst du weiter und abends um 8 seht ihr euch halt wieder in der Herberge und dann lernt man sich halt kennen. Und das ist super, super schön. Und auch die Gaudi dort, ne? Wir haben so viel gelacht, wir haben so viel Spaß gehabt, wir haben Kanadier dabei gehabt, die haben plötzlich Gitarre gespielt und gesungen im Garten hinten. Also es ist total abgefahren. Und sowas würde dir einfach gänzlich fehlen. Und das wäre auch schade, so ein Stück weit. Ich werde auch nie vergessen, einmal hatte ich in der Herberge Simon am Start aus England. Da waren wir, glaube ich, 20 Menschen und der hat, oder 20 Pfleger, und der hat für 20 Personen gesagt, so, wir kochen jetzt alle was zusammen. Und dann haben wir 4 Fünfer-Teams gemacht. Ein Team war Einkaufsteam, ein war Kochteam und eins war, ich glaube, Teller servieren und waschen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir ein 3-Gänge-Menü vegan zusammengezaubert mit 20 Personen und hatten einen Riesenspaß und saßen am Ende an einer Riesentafel, ein riesenlanger Tisch und haben da zusammen zu 20 gegessen und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Das sind Momente, die kriegst du so nicht in einem Hostel, in einem Hotel oder in einer Pension. Von daher ist meine Einstellung, ich finde es total genial, gigantisch da in so einer Herberge unterzukommen und das ist auch alles in Ordnung. Und wenn es dann wirklich so sein sollte, dass du sagst, ich fühle mich jetzt nicht mehr danach, dann gehst halt in ein Hotel. So, kannst ja auch eine Mischung machen. Aber das ist, ja, sehr frei. Ansonsten gehst du am nächsten Morgen einfach los, wann du wieder losgehen möchtest. Das ist dir überlassen. Das heißt also, du könntest theoretisch um 6 los, um 4.30 Uhr, du musst dich nirgends abmelden. So, klopf, klopf, ich bin weg. Gibt's da nicht. Es ist nur ein bisschen nervig, wenn du noch pennst um 4.30 Uhr und es gibt ein paar Verrückte, die da anfangen, den Rucksack zu richten und alle werden wach, weil die im Zimmer plötzlich diese überall raschelt und es kracht und zipp, überall ziehen die Schnüre. Das nervt. Wenn du das machen möchtest, mach das gerne, aber mach es bitte vor der Tür. Ansonsten, ja, packt man seine Sachen und läuft dann wieder weiter. Und dann war es das. Ja, und dann läufst du einfach weiter, wer dann Lust hast und gehst in die nächste Herberge und gut ist. Ja, so viel eigentlich zu dem Thema Herberge, so viel zum Thema Ablauf. Ja, wenn du noch Fragen hast, gerne dazu schreiben. Für mich sind sie ein elementarer Bestandteil vom Jakobsweg. Bis dann.